Ich muss noch meinen Stream umbenennen. Dieses Smartphone hat OneDrive, Apps und Office. Denn es ist ein Microsoft Lumia. So. Was ist im British Airways? Mit was fliegen die? Was für eine Nummer? Max? British Airways, mit was fliegen die? Ich kann gar nicht, ich habe gerade Verkehr, tut mir leid. Okay. Dann schaue ich das eben was noch. ist im British Airways? Mit was fliegen die? Was für eine Nummer? Was ist. Max? British Airways, mit was fliegen die? Okay. Dann schaue ich das an. Was ist denn British Airways, mit was fliegen die? Was für eine Nummer? Was ist? British Airways, mit was fliegen die? My mama taught me. Oh, she dropped it. Hold on. Hello. Buddy in your channel timed out.
Kenn ich auch noch nicht. Das ist ein schöner GSX-Bug. Was denn? Die Fahrzeuge sind einfach nicht da. Bei mir sind gerade unsichtbare Container. Ach, egal. Oh. Oh, verdammt, ich muss gleich Paris kontaktieren. Was habe ich denn jetzt eigentlich als Reiseflughöhe? 30.000. Der erste Livestream, den ich mal gleichzeitig mit aufzeichne, dass ich den auf YouTube hochladen kann. Guck mal, was hier so an Air Traffic los ist. Und das ist keine Szenerie. Alter, warum ist Französisch eine EK-Sprache? Ich höre gerade nur Französisch. Ist auch gut. Lernst du wenigstens was? Steuerung F12, was habe ich jetzt gesagt? Ah, jetzt ist er da. Der Wagen. So, ah, scheiße. Biegen noch an. Die können schon mal ausfahren. Wo fliegst du eigentlich jetzt gerade hin? Ich? Ja. Paris. Ja. Ich fliege nach... von Frankfurt jetzt gleich aus nach... London Heathrow. Okay, ja, hab ich schon gelesen. Und ich hoffe nicht, dass diesmal mein FSX in der Landung abstürzt. Ja. Wünsche ich dir. Ah, ich glaube, ich habe den Fehler gefunden, woran es lag. Buddy in your channel timed out. Departure check completed. Bypass commencing push. All engines clear. Start at will. Buddy entered your channel.
Mama told me one day I'll live and kill, be a king of my papa told me. So 8,000 level change. Ryanair knows all the places you wanna be. Ich höre nur Französisch, gerade so schlimm. das kann ich schon mal. Nach Fetz. Nach Letz Fetz in Monaco. Nicht Monaco. Monaco. Wieder da. Baby. Oh, das mit dem Sprit wird aber sportlich hier. Ganz wie Ryanair. Ich vergesse mal den Sprit einzugeben. Da läuft das Männchen. So, und ab in die Wolken. Ich habe heute hier Handling bei Fraport. Weil Fraport auf vielen Flughäfen der Welt aktiv ist. Ja, aber ich bin ja auch in Frankfurt. Sonst hatte ich eigentlich mal Handling bei Lufthansa. Okay, ich hatte zwei gute Enden Start. Das ist schön. Dann setzen wir die Flaps auf Tour. So, drück mir irgendwelche Knöpfe, bis ich das Richtige gefunden habe, okay. Vor allem, Flo. Hm? Geile ist mein, Ryanair sagt 2 Stunden, braucht man 5 Strecke, ich habe jetzt schon fast 3 gebraucht. Ja, läuft. Down, neutral, for left, for right, neutral. APU kann wieder aus. Taxi-Lights können an. Schön den Pushback-Fahrer blenden. Left is clear. Right is clear. Ist mir jetzt egal. Ich muss nicht erwarten, bis die abhauen, oder? Welche Maschine fliegst du eigentlich, Flo? A320. Der. Mit der Golf Echo Uniform X3 Golf. Mama told me.
Ich hasse es, wenn die in der Sprache sprechen, die ich nicht verstehe. Also hast du sozusagen die Hälfte der Menschheit. Ich verstehe nicht, was im Luftraum um mich herum abgeht. Ich muss mich voll auf die Lotse verlassen. Und auf mein T-Case. Ich weiß nicht, wo die anderen Flieger sind. Und ich fliege gerade auch noch durch Wolken. Das kommt noch dazu. Ich mache gerade einen Rolling Takeoff. Schön, Florian. Aber das geilste, der Flughafen, wo ich hinfliege, schimpft sich Paris. Ist aber irgendwie 50 Kilometer weit weg. Läuft. Läuft bei dem Flughafen. Ja, ich fliege ja auch für Ryanair. Ah, stimmt. Ja, dass Ryanair nicht nach Kassel-Calden fliegt, ist schon ein Zeugnis. Mal nach Erfurt. V1. Rotate. Ich flieg grad Engländer und Businessleute nach. Vielleicht auch schon Urlauber nach London Heathrow. Ich nicht, ich flieg grad, doch, ich flieg grad französische Griechenland-Urlauber nach Hause. Und danach fliege ich französische Urlauber nach Fez. Und dann fliege ich von Fez italienische Urlauber nach Hause. Und dann fliege ich aus Italien deutsche Urlauber nach Hause. Ja, ich flieg grad in, wie viel haben wir? 3.46 Uhr UTC habe ich mir eingestellt. Gut, ich fliege ja mit realer Zeit und realem Wetter. Ja, reales Wetter habe ich auch, nur ich hatte keinen Bock in der Dunkelheit zu fliegen. Ich bin schon lange nicht mehr bei Sonnenaufgang geflogen. Ich bin weg für heute. Jo, gute Nacht. Weil ich morgen in die Schule muss. Okay, gute Nacht, Ben. Schlaf schon. Dankeschön. Hey, Ben. Sich morgen, ja. Ben, ich bin gerade bei Paris Control. Ich verstehe gar nichts, was um mich rum abgeht. Ich spreche nur Französisch. Aber schon reine Vertreterin. Wir hatten letzte Woche Samstag einen Franzosen bei uns am Flugplatz, ne? Der wollte fliegen und konnte weder Deutsch noch Englisch. Ja, läuft. Seine Frau konnte wenigstens ein paar Brocken Englisch. Ich würde auf Standard stellen, danke. Er wird dann gesagt, don't touch it, don't touch it. It's only for him, don't touch it. Gute Nacht. Gute Nacht. Buddy disconnected from your channel. Buddy in your channel timed out. Wait, the time's all aus. Buddy entered your channel. Nee, ich auch, sind schon die 10.000. Boah, ist hier Nebel, ey.
Geht mir ähnlich, Flo. Das sieht gerade übelst geil hier aus. Unter mir ist einfach alles weiß. Franzose gerade im Maintain präsentiert ihn vor den Vectors. Du hast ja kein Problem damit, wenn ich es auf YouTube hochlade, ne? Was? Den Stream. Stream? Hä? Welchen Stream? Der gerade läuft? Hä? Ich habe doch gesagt, ich streame. Du streamst gerade, wie wir mit der S sprechen. Ja. Und fliege nebenbei. Ja, habe ich kein Problem. Ist ja eh, kommt ja eh in den Kommentar, also kommt ja in der Beschreibung vor. Ja, wenn man einen super aktiven Channel. Ja. User joined your channel. Hallo und willkommen im Stream, Flipper. So. Ihr seid bestimmt Flipper-Gefan, ne? Warum? Denk ich mal, oder nicht? Ich kaufe nicht die Tasse, weil da nicht Flipper-Kuh draufsteht. Nee, weil irgendwelche Leute. Egal. Gut, ich bin da mal auch für heute, ne? Tschüss. Jo, gute Nacht, schlaf gut. Ach ja, Flo, für deine Info und die drei da unten sind. Geil, die drei da unten. Und mutet sich dann.
Okay, Sound an, Mikro an, so. Zwanzigtausend haben wir schon überschritten. Ach, Mist. Das wollte ich noch nicht anklicken. Fufu. Gucken wir mal ein bisschen auf FS Cloud Map rum, was da so los ist.
Das kann ich mit dem PN ziehen und machen. User joined your channel. Orient out, me. Jetzt fangen die an, auf Unicom zu labern, dann gleich mal. Zack.
So, dann das mal auf mein Facebook geschmissen. Reiseflughöhe haben wir auch erreicht. Eine schöne Sicht irgendwie. Die kann man sich doch mal geben. Ein Sound muten. So. Die Sicht kann man sich mal geben, Max. Das ist eine scheiß Kamera. So. Wir müssen die Kamera spielen. Hey, wake up. Hey, wake up. Die Ansicht nehmen wir da. Gehen wir ins Cockpit. Angekommen, hey, wake up. Hey Flo, was das für eine schöne Landerate hatte? Hm? 124. Ich kann deine, mir deine, ich kann meine dir gleich auch sagen, wenn ich ankomme. Ja, ich hab so ganz, also ich hab schön Abfangbogen geflogen und dann kam so 50, 40. 30, 20. Ganz lang ruhig und dann 10. Wieder ruhig und dann haben die Räder aufgesetzt. Uptown girl. She's been living in her white bread world. Wenn wir hier die Live-Karte einblenden von der FS Cloud. Der schicke ich mir Link. Kann ich mich mal suchen und ich bin da. Hey, wake up. Buddy in your channel timed out. Buddy entered your channel. Das war es halt so.
So, dann wollen wir das mal so. Dann wollen wir mal was testen. Und zwar schmeiße ich den hier entfernen. Ja. Hinzufügen. Monitoraufnahme. Die zwei. Ja, dann ist das richtig. Jetzt wollen wir noch die Szene bearbeiten. Die klatschen wir hier hin. Ich das zu. Jetzt wollte ich noch einen dritten Monitor zu sehen, ob alles richtig ist. Passt aber schon. Oh fuck! Hab grad außer den Triebwerk ausgeschaltet. Mir noch nie passiert. So. Gucken wir mal eben. Twitch. Norm, falls du mich hörst, könntest du bitte was in 2 bis 3 Minuten mal in den Chat schreiben? Danke. Hey, wake up!
Hey, wake up. Hey, wake up. Okay, danke. Ja, um 8, wie immer halt. So. Hey, wake up. Was soll ich jetzt machen? Na genau, nochmal was in OBS einstellen. Hey, wake up. Bitte, bitte. Hey, wake up. Eigenschaften, zack. Sieht man schlecht. Das sieht man. Zähne bearbeiten, das setzen wir jetzt hier hin. Zack. Und das war's mit den Einstellungen. Ist das jetzt schon der Ärmelkanal? Oh jo. So. Ich mal auf die Karte. Ja, da kommt jetzt schon gleich der Ärmelkanal, ist ja schön. Das würde ich öffnen. Hey, wake up.
Max, bist du noch da? Ja? Ich wollte nur fragen, ob du noch da bist. Ich will mal kurz... Ich will mal kurz weg, mir was zu trinken holen. Ich bin wieder da. Baby. Wie viel soll ich denn nach dem Top of Descent? Auf 22.000, dann mache ich gleich 20.000. Ich mal eindrehen. Buddy in your channel timed out. Ja, jetzt nächstes Mal kommt Movie ihn raus. Buddy entered your channel. Buddy was moved out of your channel. Sind schon Festland? Also wenn, ist es Festland oder einfach nur... Ne, doch, das ist schon das englische Festland. Da ist das englische Festland. Das VM-Programm öffnen und gucken, was da ist. Das. Das. Was denn? Homer, was? Butter, Butterpopcorn, das Heroin des Getreidemarktes.
So, dann beginne ich jetzt gleich da zu sinken. Da kommt schon das, die englische Küste. Okay, dann muss ich mein Internetbrowser schließen. Nein, Homer wieder mit geiler Spruch. Kein Leben mehr von Gehaltscheck zu Gehaltscheck. Und nur ein Gerichtsurteil von der Gosse entfernt. Und Start Descent. Wie tief gehe ich denn mal? Ich gehe direkt 15.000, dann kann er nicht rummeckern. Da möchte Peter auch Google Chrome einstellen. Danke, danke. Ja, da. Ich verstehe einfach nicht. Manchmal klopfen meine Eltern und manchmal nicht. Ich glaube, morgen mache ich mal einen Antivirentest mal wieder überlaufen lassen. So lange nicht mehr gemacht. Wie hoch muss ich in Auflösung sein? Ach. Ja gut, dann kann ich jetzt bis da aber erstmal 15.000 weiter gurken. Spoilers deployed. Oh, ja, Fuse ja noch an. Vom missglückten Engine ausschalten.
Sei mir gerade mein Antivirenprogramm mit einem FSX reinzuhauen. Noch 5000 Fuß. So, 15.000 sind erreicht. Kann ich ja mal eindrehen und hören. My Bravo 6X here is Frankfurt Tower requesting radio check on 1.90. Achso, wenn ich schon überflogen, dann muss ich jetzt auf 10.000 sinken, ich sicher jetzt aber mal. Ich gehe sofort auf 7000 runter. Ich stelle mir den Joystick schon mal vorne wieder hin.
Flugzeug, würdest du dich bitte bemühen, ein bisschen schneller zu sinken? Danke.